Gut. Nur gut. Hallo? Habe ich mir das echt überlegt, das hier freiwillig zu spielen? Ist ja echt gruselig und creepy ohne Ende. Mein kleines Herz. Also spielen wir wahrscheinlich dann am Sonntag weiter, wa? You gotta do what you gotta do. Ja, das stimmt, hier stimmt. Solange ich Munition habe, habe ich jetzt zumindest eine Chance. Kommt da schon wieder. Ja. Hätten Sie etwas Zeit, um über Ihr Ableben zu reden? Ja, ja. Ruhe. Ich weiß, ich speichere viel, ist mir aber egal. Ich bin wie heißt das? Nee, geläutert nicht. Wie heißt das? Ich bin leidgeplagt. Also ich habe gelernt. Sehr wohl habe ich gelernt. Platine reinstalliert. Systemneustart abgeschlossen. Gebranntes Kind, ja. Nicht Mandeln, sondern Kind. Richtig, danke dir. Wartung abgeschlossen. Monorail wird angefordert. Alles sauber. Nächster Halt, Flugdeck Monorail-Steuerung. Kann ja aussteigen irgendwo? Hier, wa? Komm, lass mich hier durch. Ich bin Arzt. Hey! Wir sind an Bord. Das Dach wurde getroffen, aber es ist noch intakt. Die Quarantäne ist aufgehoben. Der Weg zum Hangar ist frei, aber die Kommunikation ist tot. Seid vorsichtig. Wie ist der Plan? Du und Johnson repariert die Carrion. Wir melden uns auf der Brücke. Welcher Johnson? Protokoll? Hier sterben Menschen, Hammond. Ich werde mich noch mehr verlieren. Halten wir uns an die Vorschriften, dann schaffen wir es auch. Hoffentlich. Warum muss ich alleine und die können zu zweit? Ach. Also atmosphärisch ist es gut. Um genauer zu sein, sehr gut. Viel zu gut. Ich hab hier mitunter eine scheißen Angst, ganz ehrlich. Hä?
Musst du mal fragen. Ich speicher viel. Wo muss ich denn jetzt schon wieder lang? Ah, da hinten. Aber wir können ja kurz mal... Ja klar, hier ist ja safe. Wir wollen ja auch ein bisschen was von der Story mitbekommen, ne? Ah, guck mal, wir müssen nur in den nächsten Dings und hoch und Etage wechseln. Ja, das kriegen wir hin. So. So, welche haben wir denn schon gelesen und welche nicht? Ich hätte gern... ich lese 4. Einladung zum Poker hatten wir. Platine gefunden. Nicht gefunden. Okay. Wir hatten doch vorhin Text. Rechnung für Reparaturen. Hatten wir. Stellen Sie eine Welt vor. Achso, das hatten wir angefangen. Die Suche nach zusätzlichen Ressourcen im Weltall ist nicht neu. Damals gab es ja doch nur kleinere Schiffe mit Shockpoint-Antrieb, die dann kaum gerecht werden konnten. Eine Flasche Pommes. Und dann kam die Ishimura. Die USG Ishimura, benannt nach dem berühmten Astrophysiker und Erfinder des Shockpoint-Antriebs, Hideki Ishimura, war das erste riesige Abbauschiff. Das 2446 gebaute Schiff hat eine lange und bewegte Laufbahn hinter sich. Die Ishimura war das erste Schiff ihrer Größe, das den Shockpoint-Antrieb für große kommerzielle Weltraumexpeditionen einsetzte. Bei ihrer Vorstellung wurde die Ishimura als die Retterin der Kolonien gepriesen. Sie wurde geschaffen, um Asteroiden und sogar kleine Monde mit bemerkenswerter Effizienz zu sammeln und zu verarbeiten. Sie war auch das erste Schiff, das die bahnbrechende Scan- und Catch-Technik zur Gewinnung mineralhaltiger Asteroiden einsetzte. Mithilfe riesiger Gravitationsstrahlen konnte die Ishimura Asteroiden erfassen und zu schnellen und effizienten Schmelzen in die massiven Auffangbehälter des Schiffes ziehen. Mit ihren 62 Jahren ist die Ishimura noch immer in bemerkenswerter Form. Ihre Ausstattung wurde im Laufe der Jahre aufgerüstet und viele ihrer Innenräume wurden nachgerüstet, um die Vorteile der aktuellen Technologie zu nutzen. Trotz ihrer langen Dienstzeit ist sie nach wie vor der Stolz der CEC-Flotte und das größte Abbauschiff des Unternehmens. Wann immer ein wichtiges Abbauprojekt im Weltraum Fähigkeiten, Erfahrung und Engagement erfordert, ist die Ishimura zur Stelle. Schiffe wie die Ishimura und das Engagement ihrer Besatzung haben die Concordance Extraction Corporation zu dem vertrauenswürdigen und zuverlässigen Rohstoff Lieferanten gemacht, der sie heute ist. Was? Cotty Yoon heißt die Sprecherin von die? Im Dings, ja? Okay. Ich lese viel. Oh, das... Keine Ahnung, ob ihr das hören könnt. Das ist echt gruselig. Du warst vorher nicht da, mein Freund. Jetzt bist du tot. Ich habe was gesehen. Da ist was weggerannt. Kann aber nicht. Doch, kann sehr wohl. Ich habe ein bisschen leichte Panik.
Ist gut, Musik. Du verursachst ganz schön viel Stress. Keine Ahnung, woher der Stress kommt. Also eins muss man lassen, die Atmo ist sehr gut. Ob ich es überleben werde, ist eine andere Sache. Ach, hier sind wir. Ach, die Systeme fahren wieder hoch. Scan Rig to unlock Workstation. Okay. Wann habe ich gespeichert? Schon weil ich hier näher wurde. Isaac, wir sind auf der Brücke, aber... Hier sind keine Überlebenden. Daniels versucht, auf den Hauptrechner zuzugreifen. Habt ihr das gehört? Weh, jetzt kommt hier ein Boss oder so. Da flippe ich aus. Hier ist ein Speicherpunkt. Ist ja wie früher bei Final Fantasy, ja? Wo du von einem Speicherpunkt zum nächsten gerannt bist. Entschuldigung. Eon News, okay. Sowas wie Fox News oder was? Doch. Ja, ich komm. Ich komm. Puh. Was hast du da? Ist das Blut? Haley, hör mir zu. Die Ishimura ist voller... Das sind Monster. Hast du nichts gehört? Was? Nein, die Kommunikation ist tot. Isaac! Wir müssen die Kellyen reparieren. Hast du einen Schadensbericht? Ja, da ist er. Na komm, humpel dir so viel. Ich hätte mitkommen sollen. Nee. Oh oh. Oh oh. Oh Gott. Der Singularitätskern. Los! Upsi. Upsi. Oh, er ruckel gerade. Alter! Ich kann so nicht spielen, Mann! Ich kann so nicht spielen.
Los, krieg dich ein Spiel hier. Oh, noch einer. Jetzt. Isaac, was ist denn da unten los? Wir haben Johnson verloren. Die Kerlchen auch. Der Singularitätskern ist überlastet. Die Kerlchen war unser einziger Ausweg. Wir sind gefangen. Nein. Ich verliere nicht zwei meiner Leute ganz umsonst. Kann uns der Hauptrechner helfen? Kein Stück. Die Primärsysteme sind gesperrt. Mit den Codes des Captains. Suchen wir Captain Mathias. Track sein Rig. Okay. Okay, hier. Captain Benjamin Mathias. Standort Krankenstation. Hier steht, er ist verstorben. Sogar der Captain? Oh Gott. Isaac, du bist mehr dran als wir. Du kannst durch den Wartungsraum zurück. Die Leiche des Captains und hol dir seinen Rig. Mit den Codes können wir... Was war das? Ja, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, dass ich näher dran bin. Da muss ich schon wieder alles zappenduster. Hier war doch gerade eben noch Licht. Und wir sind immer noch im ersten Kapitel. Wie viele Kapitel hat das Spiel? 10? Badezimmer. Okay, ich muss mal auf Klo. Nee, ich muss nicht auf Klo. Und ein bisschen Geld liegen lassen, jemand? Später wird's gruselig. Was war das jetzt bisher? Mein armes kleines Herz. Oh, hier ist ein Store. Im Shop kannst du Gegenstände kaufen. Warum kriege ich die im Notfall nicht gratis? Okay, Shop ist zentrale Anlaufstelle. 10.000 Credits. Anzug Level 2. Also kriegen wir nur ein Upgrade oder was ist das? Inventar auf 18 Slots. Medipack. Plasma. Level. Energieknoten. Brauchen wir nicht. So, was haben wir im Inventar? Okay, es scheint noch eine andere Waffe als den Plasma-Cutter zu geben, ne? Ah, ein klassischer Rig. So muss das. Da ist mal mehr Platz.
klar. Also für 10.000 Credits möchte ich... Das ist... Ach, meine Lieblingstür da unten. Also ich muss mal sagen, das Licht haben sie sehr gut hinbekommen. Sehr, sehr gut. Oh, speichern. Oh, ihr bist ja verwöhnt. Das ist ja... Ein Quicksave wäre mir lieber. Aber man kann ja nicht alles haben. Guck mal, jetzt haben wir ein Upgrade. So, das nächste wäre Luft. Wird doch.